Wir machen weiter mit einem Controllerausfall. Böser Controller. Wir gehen Richtung irgendein Werkzeug suchen. Da drüben soll es sein, glaube ich. Dafür werden wir mal schauen, dass wir nicht zu sehr in den Tod stürzen. Hui! Ich sehe einen Unhold. Wieder eine Waffe, Kaya. Okay, okay, nein, abhauen, Checks. Er hat sich vergraben. Erster Tod. Okay. Ich bin beim ersten Schlag drauf gekommen, dass das nicht mein Gegner-Typ ist. Und da hinten ist noch was Fetteres. Nein. Nein, ich will nicht kämpfen. Okay. Er hat sich. Ich glaube nicht, dass wir da eine Chance haben gegen das Viech. Kaya versucht Chat zu tanken. Er steht im Wasser und brennt. Was ist denn das für ein fetter Fight? Oh ja, das war's mit Kaya. Nein, war's doch nicht. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Hör auf, das Ding anzuzielen. Und lauf. Lauf, Jax. Intercept Rock Pro ein. Das war sehr effektiv. Ende. Ob wir das mit Gothic-Schriftzug geschrieben haben? Okay. Okay. Vielleicht schaffen sie ja. Wir sind direkt darüber. Gute Rolle. Nicht gegen das Krokodil kämpfen. Nein. Kaya, lauf! Rote Blüte. Ich habe rote Rübe zuerst gedacht. Hab mich schon gefreut. Oh, hau ab, Kaya. Krokodil ist zu stark. Und ich habe extra neue Rüstung gekauft. Oh, jetzt bin ich eingeschüchtert. Puff. Jetzt bin ich mal eingeschüchtert worden. Nein, 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 nein. Falsche Taste. Uff. Got the muscle memory. Mit deinem Leid war die Rechtstaste auch sehr wichtig. Ich habe zwei Spiele gerade gespielt, wo ich sie brauche. So. Oh. Das war's. Herausforderung abgeschlossen. Wir haben ihn bekommen, den Schlaghammer. Dann ist es bereit. Sollte ich bereit sein, die Kröte zu bekämpfen. Irgendwas noch? Lagerfeuer. Ohne Krötenfleisch nutzlos. Oh. Ich weiß gar nicht, was das da hinten war. Könnte ein Unhold gewesen sein. Schrottportionen. Natürlich. Im Teller nehmen wir zuerst dann das Fleisch. Was haben wir hier? Geht's hier rauf? Blöp. Es wurde soeben eine Gruppe von fremden Kreaturen entdeckt. Sie bewegen sich zügig auf eure Position zu. Wir werden versuchen, sie aufzuhalten. Für euren Posten wurde Verstärkung angefordert. Ich hab dich gefragt. Sonst noch was Interessantes hier? Ein weiterer Turm hier drüben.
Gehen wir mal rüber. Als nächstes gehen wir zum, nicht zum Baumeister, sondern zum Weltenherzmeister. Wo ist es? Hier oben. Schaut nach einer Harpy aus. Einen kleinen Drachen. Ja! Nein! Rückzug! Rückzug! Es ist ein Mini-Drache. Fliegende Gegner alleine sind schon ein Wahnsinn zum Bekämpfen. Uff! Wir sind übrigens in Tavar, im Wüstenland. Anscheinend haben sie die Berserk übernommen. Und deswegen ist es ein bisschen grüner geworden. Okay, vielleicht muss aufpassen, dass es keine Minen gibt. Aber wir schauen dann hier noch hinein. Vielleicht. Wenn mein Controller es mir zulässt, dass ich hier reinschaue. Darf ich hier reinschauen, Controller? Ja, vielleicht. Noch keine. Da ist ein Gegner. Ah ja. Ich hasse diese Dinger. Sie verschandeln die ganze. Uff, gerade noch so ausgewichen. Ich war noch nicht Sehr schön. fertig. Das Ding hat dich unterbrochen, nicht ich. Sorry, Schatz. Jetzt ist sie sauer, jetzt redet sie nicht mehr weiter. Es war nicht meine Schuld. Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Keine Gefahr. Sieht gut aus. Dann wird gelootet. Einrichtung gefällt mir auch schon ein bisschen besser. Schlafsack. Du kannst mich doch nicht einfach im Büro anrufen. Ich weiß nicht, ob die Leitungen abgehört werden. Warum sollte unser Gespräch überwacht werden? Ich wurde von einem Wissenschaftler erwischt, wie ich sie belauscht habe. Seitdem verfolgen die mich. Die wollen mir etwas antun. Was sollen die denn vorhaben? Du spinnst doch. Ich habe wertvolle Informationen. Wenn ich die meinem Chef zukommen lasse, sind die ihren Job Geht los. Doch. Die werden alles dafür tun, damit ich nichts weitererzählen kann. Jemand, der am Empfang arbeitet, ist schnell zu ersetzen. Pass auf. Du beruhigst dich erst einmal und ich komme gleich vorbei, hm? Dann reden wir ausführlich über die ganze Sache, hm? Oh, Falk? Falk? Yes. Guter Mann. Hallo. Einen Moment noch. Welche Stimme? Yes. Oh. Ah! Probleme? Hochinteressant. Ich hatte schon vermutet, dass ich dich hier wiedersehe, Jax. Im Gegensatz zu dir überrascht es mich eher, meinen Lieblings-Cyborg hier zu sehen. Du hast mich erwartet, Falk. Der Himmel tat sich auf und die Fremden kamen zu uns. Wer erwartet da nicht, dass unser aller Erlöser wieder auf den Plan rückt und ein weiteres Mal unsere Welt rettet? Langsam, mein Freund, ich fürchte, das wird mir nicht gerecht. Ich sehe mich nicht als Erlöser, ich verfolge vornehmlich meine eigenen Interessen. Und das weißt du auch. Das mag sein. Doch wenn du auf dem Weg rein zufällig auch noch für den Fortbestand unseres Planeten sorgst, dann hast du zweifelsohne den meisten Menschen von Magalan etwas voraus. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei den anderen Klerikern? Ich erfülle gerade einen Auftrag, doch ich denke, ich kann ihn für eine Weile pausieren, denn ich muss dir zunächst eine Frage stellen. Raus damit!
Kannst du mir helfen? Es hat mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich fürchte nämlich, ich bin in einer Art Sackgasse gelandet. Du bist künstlich, ein Android. Wie entwickelt man eine bereits gefertigte und laufende Maschine weiter? Ähnlich dem Vorgang des Erwachsenwerdens eines Menschen habe ich schon viele Stationen durchlaufen. Doch ich bin noch nicht ganz da, wo ich eigentlich sein will. Und das wäre? Ich will menschlicher werden. Doch stoße ich an vielen Stellen an meine Grenzen. Klingt nach einem sehr ambitionierten Plan. Es ist viel mehr als nur ein Plan. Ich verspüre eine Art Bestimmung. Oh, nee, nee. Irgendein unerklärlicher Drang tief in meinem Inneren bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich rational nicht erklären kann. Und irrationales Verhalten ist doch eigentlich typisch für eure Spezies, oder? Daher will ich mehr über euch und eure Verhaltensmuster lernen. Wirst du mich dabei unterstützen? Natürlich. Was genau soll ich denn für dich tun? Ich brauche jemanden, der mir in allen Einzelheiten vermitteln kann, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ich brauche einen Mentor, der mir meine Fragen beantworten kann, die in einigen meiner Schaltkreise zu Feedback-Schleifen führen. Es ist wenig zielführend und noch weniger effektiv, wenn mir so etwas passiert. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Teil-Reset und mehrere umfassende Selbstanalysen durchführen müssen. Ein Teil-Reset? Warum sollte man so etwas wollen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich war nahezu lahmgelegt, weil ich mit einer trivialen Sache beschäftigt war, die für euch Menschen vermutlich leicht zu beantworten gewesen wäre. In einer brenzlichen Kampfsituation könnte so etwas tödlich sein. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ihr Menschen habt so einen Instinkt, den Selbsterhaltungstrieb. Wir Maschinen haben zwar etwas Ähnliches, jedoch ist er von reiner Logik bestimmt. Das lässt sehr oft eine gewisse Art der Kreativität vermissen. Wenn ihr Menschen in die Enge getrieben werdet, könnt ihr oft über euch selbst hinauswachsen. Ihr könnt dann Dinge tun, die ihr sonst niemals schaffen würdet. Wenn ich meine Schaltkreise damit beschäftige, um es zu verstehen, komme ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Wie kann ich da helfen? Ich will in eine ausweglose Situation geraten, in der ich meinen eigenen Selbsterhaltungstrieb weiterentwickeln kann. Wenn ich dir folgen und in einen Kampf geraten würde, den ich eigentlich gar nicht gewinnen kann... Du willst, dass ich dich in tödliche Gefahr bringe? Ich kann es nicht alleine tun. Meine Programmierung verbietet es mir. Oh, zurück zu den Krokodilen. Wenn du dich unbedingt umbringen willst, dann spring doch einfach in die nächste Schlucht. Unbrauchbar. Ich steigere so ja nicht meine Fähigkeiten. Ein Mensch würde über sich hinauswachsen. Oder sterben. Das Risiko muss ich eingehen. Es gibt da eine sehr gefährliche Gegend, ganz hier in der Nähe, in der ich mich freiwillig nicht besonders lange aufhalten würde. Gib mir den Befehl, dorthin zu gehen und begleite mich. Nur so kann ich das erwünschte Ergebnis erreichen. Erzähl mir mehr über deinen unerklärlichen Drang, menschlicher zu werden. Ich habe diesen Zustand seit etwa 3 Monaten. Als wäre eine Art Zeitschaltuhr gestartet, von der ich bisher noch nichts wusste. Hast du eine Idee, wodurch diese ausgelöst wurde? Ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht. Jedoch fällt mir kein bestimmter Moment ein, der zu einem solchen Ergebnis führen konnte. Vielleicht wieder eine Schikane meines Erbauers. Konrad. Und du weißt, was ich meine, oder? Allerdings, ich erinnere mich noch gut an die Aktionen dieses verrückten Wissenschaftlers.
Dann kannst du dir ja vorstellen, wie es mir als eine seiner Schöpfungen gerade ergeht. Es ist, wie ich schon sagte, bisher unerklärlich. Dann mal los, geh vor und führe mich zu deiner gefährlichen Stelle. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Komm mit. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben? Oh Mann, das war ja was. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo er hinrennt. Oh, vielleicht finden wir den Code. Vielleicht war er gerade Ort so gefährlich. Allein der Weg dorthin ist schon quasi das Ziel. Du wirst schon sehen. Vielleicht war er gerade auf diesen Zettel, den wir gefunden haben. Den ich mein ganzes Inventar durchstreiche. Wo haben sie diesmal diese Nachrichten hingegeben? Reitet da gerade wer? Oh, ja. Da fightet wer. Das ist das Viech? Nein. Vielleicht doch. Nice. Gute Arbeit, Kaya. Kaja. So, jetzt habe ich wieder vergessen, den Tresor. Kurz. Ausfindig zu machen. Ich habe eine Nachricht aufgehoben. Da ist Schrott. Vielleicht finde ich ihn wieder rumliegen. Vielleicht auch nicht. Oh, ich muss ihm wirklich folgen. Okay, okay. Mist. Okay, ich schätze, es war wirklich drauf. Log. Aber Nachrichten haben sie nicht für uns. Karte, Crossbar, Inventar. Was brauche ich für die Schrotflinte? 35, 35. Intelligenz wollte ich für Log picken. Geschicklichkeit auf 25. Ups. Nein. So. Interessant machen wir dann mal nicht. Weiter geht's. Du redest natürlich von wilden Tieren und Kreaturen, die uns angreifen? Nicht nur das. Es gibt rational, aus meiner Sichtweise, keinen rationalen Grund, dorthin zu gehen. Schon das allein ist wider meiner Programmierung. Bremsraketen. Er hat zugegeben, dass er bei eurem Treffen etwas mitbekommen hat. Was es genau war, wollte er nicht sagen. Er hatte zu viel Angst, dass man uns über die Telefonleitung abhört. Ich werde zu ihm nach Hause gehen. Sobald er auch nur eine entscheidende Aussage bestätigt, war es das für ihn. Man sollte seine Nase eben nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Du denkst tatsächlich, dass etwas anderes als deine Programmierung dein Handeln leiten wird? Klingt ziemlich esoterisch und irrational, nicht wahr? Genau das ist ja mein Ziel. Naja, mit Kaya und Falk sollten wir diese Kreaturen natürlich schon besiegen können. Außer er wird nutzlos sein. Wie viel ist das Viech runtergesprungen? Krass. Eieiei, das treffe ich nicht. Wenn wir einfach kurz so säbeln. Oh, gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit, Team. Wegstecken. Und Viecher plündern. Mit so einem Dreier-Team würde ich schon abgehen. Wenn das jetzt wirklich ein harter Fight wird, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich schnell einschauen. Einen weiteren Tod mir leisten. Keine Backstories. Kein Getratsche. Oh, hier drüben haben wir was. Mehrere Sachen. Vorsicht. Uff.
Wieder zerschnetzeln. Uff. Komm schon, Kaya. Ark hat seinen ziemlich schnell weggemacht. Das kannst du doch besser. Okay, doch. Gute Arbeit, Falk. Gute Arbeit. Sorry, dass ich so viel zu dir war. Das wollte ich gar nicht. Oh, ich muss nett zum Gefährten sein. Oder Ray finden, dann kann ich wieder böse sein. Mmh, lecker. Gratenes Fleisch. Jax ist kein Veganer. Das ist klar. Oh. Hier unten haben wir gerade einen Viech, das Wasser trinkt. Mit einer echten Wassertrinkanimation. Absoluter Luxus. Roll weiter. Jo. Nein. Ja, ich merke, dass ich Achtung haben muss. Na geht doch jetzt, Frank. Frank. Oh je. Da kommt schon das nächste Viech. Mist. Der trifft auch nicht. Kannst du einmal treffen, Kaya, bitte? Einmal. Einmal nur. Nein. Ach, Mist. Ach, damit. Mein Ziel ist nicht besser. Jetzt hat sie getroffen. Jetzt haben wir rein. Bitte. Oh! Ach, geht doch. Hat Frank den Raptor erledigt? Ja. Der MVP im Team, man sieht's. Er fightet schon gegen das nächste Viech. Er hat das nächste Viech. Hat er das schon zerledigt? Zerledigt. Ah ja, gute Arbeit. Gute Arbeit, Mann. Wo ist die Raptor-Leiche, die du mir hinterlassen hast? Wo stehen wir den looten und weiter? Mit vielleicht doch eine längere Folge. Ich will sehen, wo er mich hinbringt. Ja. Wir speichern. Das ist wirklich schnell diesmal. Wo bringst du mich hin? Beefbarmen geht auf jeden Fall gut gerade mit. Was haben wir hier? Da drüben. Oh je, yeah. Nein, Rolle. Oh. Mal snacken. Das war ein Triple Slash. Hol den Bogen raus. Diesmal sind wir vorbereitet. Hopf, hopf, hopf. Ah, falsche Taste. So, jetzt da. War das der andere, der Rudelführer? Nein. Gute Arbeit, Team. Schaut schon wieder besser aus. Wow! Frank! Nicht vorne rumstehen hier. Frank! Du fettest brav. Wow, Frank! Mach was! Kaya ist schon down. Kaya ist schon down. Sie liegt da schon am Boden.
Gute Arbeit. Gute Arbeit. Da kommt schon das nächste Viech anscheinend. Nein, doch nicht. Wo ist der zweite Raptor gestorben? Jetzt kommt das nächste Viech. Stahlrücken. Doch genau mein Ding. Oh, Frank! Komm schon, Mann. Das ist genau hinter dir, das Ding. Das sollte reichen. Vielen Dank. Und? Was hat es dir gebracht? Ein ganz entscheidendes Detail. Die Frage nach dem Sinn und Zweck, sich freiwillig in tödliche Gefahren zu begeben. Oh. Was? Den gibt es nicht. Es sei denn, etwas zwingt dich dazu. Das ist eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht hatte. Alles, was ich bisher getan habe, diente immer einem höheren Zweck. Das hier war die reinste Sinnlosigkeit und dabei hochgefährlich. Mhm. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde gleich anfangen, die Daten auszuwerten. Wie du meinst. Was machst du denn sonst so? Ich habe in letzter Zeit eine Menge Auftragsarbeiten angenommen. Den Erlös meiner Dienstleistungen nutze ich meist für die Wartung meiner Ausrüstung. Du bist ein Söldner? Im weitesten Sinne könnte man das so bezeichnen. Natürlich tue ich es vornehmlich für die Gemeinschaft der Kleriker. Wie wäre es, wenn du mir in Zukunft bei meiner Sache als Waffengefährte aushilfst? Warum nicht? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, die ich erübrigen kann. Heißt aber auch, dass ich noch den einen oder anderen Auftrag anderweitig ausführen muss. Gut. Von mir aus, das lässt sich einrichten. Wo genau geht's hin? In die Bastion. Ah ja, ich hörte davon. Einige Kämpfer haben sich dort oben stationiert. Ich hätte eigentlich auch darauf kommen können, dass es deine Leute sind. Gut, dann verhandeln wir jetzt über meinen Preis. Okay, du willst Elixit? Nein, wenn ich meine Studien fortsetzen will, würde ich deine Dienste als meinen menschlichen Mentor hin und wieder gerne in Anspruch nehmen. Ich... Vielleicht bin ich besser still. Darüber können wir reden. Gut, dann bin ich dabei. Oh. Wie in alten Zeiten. Das sagt man doch so, oder? Ja, ein Mensch würde das tun. Sehr gut. Wo ist der zweite Raptor gestorben? Hier. Ja, es sind gar nicht mehr Raptoren anscheinend. Okay, okay. Dann. Pfeile, die sind wichtig, die brauchen wir jetzt. Gute Truhe. Sind wir aufgelevelt? Nein. Wir gehen zurück hierhin. Und gehen mal mit dem Thiago. Nein, wie hat er geheißen? Mit Schäfer hier reden. Hier ist er. Irgendwas mit T. Tiaug. Was würdest du sagen, wenn ich dir ein Kommando einer größeren Truppe mit festem Standort anbiete? Ich bin Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflichten. Lass doch die Scheiße hier liegen, interessiert doch eh keine Sau. Das sind aber ziemlich miese Töne, die du da anschlägst. Dann eben nicht. Hey, warte mal. Von welcher Truppe sprechen wir? Das ist das Problem. Sie befindet sich gerade im Aufbau. Wir reden hier aber nicht von irgendeiner krummen Sache, oder? Nein, hier geht es eher um das Überleben der Menschheit und den Krieg gegen diese fremden Eindringlinge. Ach, du meinst diese sechste Macht in der Bastion? Du weißt davon? Dieser alte Mann, der die letzten Tage hier vorbeikam, sprach davon. Ich glaube, Adam war sein Name. Alles klar. Dann weißt du ja, worum es geht. Das ist also kein dummes Geschwätz, nein? Nur wenn Männer wie du und ich daran tatkräftig mitarbeiten.
Und Frauen. Und Frauen wie Kaya natürlich, die mich ganz gern mag. Hört sich an, als würdest du über einen solchen Kommandowechsel nachdenken. Zugegeben, die Worte dieses alten Mannes waren schon sehr überzeugend. Ja, das kann er. Nun, ich wäre gerne dabei, aber ich kann hier nicht weg. Das Weltenherz hat oberste Priorität. Dann lass dich doch ablösen. Das ist eine gute Idee. Ich wüsste auch schon von wem. Es gibt da einen Kerl im Fort, der mir noch einen großen Gefallen schuldig ist. Sein Name ist Brambart. Er ist zwar nur Erzberserker, jedoch hat er große Ambitionen, unser Land zu verteidigen. Dieser Wachdienst hier wäre so etwas wie eine heilige Pflicht für ihn. Die meiste Zeit hält sich Erzberserker Brambart irgendwo im Wohnviertel des Forts auf. Ein sehr gewissenhafter Kerl. Du wirst ihn mögen. Wenn du das sagst. Naja, muss mir ja nicht gefallen. Ups. Sorry. Geht's dir gut? Ja, geht schon. Du hast wieder einmal eine große Verantwortung übernommen. Und du meisterst alle diese Dinge wieder einmal mit der nötigen Gelassenheit. Du solltest jedoch auch öfter mal an das große Ganze denken. Wir Menschen allein machen noch keinen gesunden Planeten. Yep. Wir machen dann Mission als nächstes, keine Sorge. Episode vorbei.